So, soll ich vorfahren, oder? Ja, bitte. Ich würde Glück definieren als einen Index quasi, wo man sagt, dass es auch um den eigenen Selbstwert geht, mal den Mut zu scheitern, also sich anderen Menschen zu zeigen. Und das Dritte habe ich jetzt vergessen. Aber das Interessante, warum ich glaube, dass es ein Index ist, denn wenn eines von den dreien wegfällt, dann ist es mal Null und alles mal Null ist Null. Es geht beim Glück nicht so sehr um die Freude, nicht so sehr um das gute Leben, sondern einfach um was Sinnvolles. Wenn etwas sinnvoll ist, dann denke ich, dann ist es Glück. Was liegt einem und wo tut man sich leicht beim Lernen? Und das würde ich sagen, dann studieren. Früher habe ich mir eben gedacht, habe ich nicht so darauf geachtet, wo tue ich mir leicht, sondern was möchte ich machen. Heute würde ich viel mehr darauf achten, wo tue ich mir eigentlich leicht und das dann einfach mehr dran glauben. Das, wo ich mir leicht tue, das ist das Richtige, da kann ich dann auch gut werden oder besser werden. Zunächst mal, ich glaube, dass für mich das Schwierige an dieser Internetplattform war die, fast würde ich sagen, die Verlockung. Ich habe meine Frau kennengelernt und dann habe ich gleich mit ihr telefoniert. Und dann hat es eine Woche gedauert, bis ich sie wieder gesehen habe. Aber das Schwierige ist fast, nicht nochmal ins Internet zu gehen und nicht nochmal schauen, nicht nochmal, vielleicht hat jemand schon vorher Zeit, ne? So. Und das macht eine Beziehung schon sehr austauschbar am Anfang. Also man lernt schon auch übers Internet die Person kennen. Man merkt schon, wer beschäftigt sich viel mit sich, wer möchte einfach nur schreiben oder wer möchte wirklich einen Kontakt haben. Und ich habe mir halt damals gedacht, die wirklich einen Kontakt haben möchte, die schreibt nicht viel. Und das war auch so. Als Psychologe muss ich schon sagen, was das Internet nicht ersetzen kann, ist die körperliche Kommunikation. Also man weiß jetzt, dass eigentlich nur 7% der Kommunikation das gesprochene Wort sind oder das geschriebene Wort. Das heißt, je mehr man sich mit dem Internet auseinandersetzt, umso mehr vergisst man auf die restlichen 93%. Und ich glaube, spätestens, wenn man ein Kind haben möchte, muss man das Handy weglegen. Weil ich glaube, dass auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation, da entsteht ja zwischen zwei Menschen eine Spannung. Und wenn einer immer am Handy ist und die Spannung dann ins Handy gibt und mit den Leuten die Spannung tauscht, die dort vorherrscht, dann muss das einen Einfluss auf die Beziehung haben. Einen negativen Einfluss. Also es gibt keine Luxusprobleme. Auf der Gefühlsebene, die Gefühle, es gibt ja nur Grundgefühle, sagen wir 6 oder 7 Grundgefühle. Selbst wenn der mit einem Luxusproblem, mit einem sogenannten, beginnt, so muss ich ja als Psychologe trotzdem darauf achten, welches Gefühl steckt denn dahinter und was wurmt ihn denn dann wirklich. Und es ist die Sorge über die zweite Zehe genauso existenziell wie die Sorge über einen amputierten Fuß. Dasselbe Gefühl steckt dahinter. Also ich habe versucht, Motivation so zu definieren, dass ich was damit anfangen kann. Also für mich ist Motivation die Energie, sich zu zeigen. Und meine Inspirationsquelle ist dann eigentlich die Liebe. Wobei das nicht nur die Liebe ist jetzt zu meiner Frau oder zu meiner Familie, sondern auch die Liebe zu dem, was ich tue, die Liebe zu Patienten auch dann, fast zu diesem Schicksal der anderen Menschen, damit auch vorsichtig umzugehen. Und das gibt mir dann auch die Kraft, dass ich das so mache.